Golf 2, original Synchro eigentlich, umgebaut auf 4Motion, V6 Turbo, Leistung ca. 700 PS. Machen das schon seit ca. 2 Jahren und sind mit dem ganzen Team hier. Letztes Jahr waren wir auch dabei, am Sonntag konnte ich mir den ersten Platz rausholen. Da haben wir uns gedacht, fahren wir dieses Jahr wieder hin, natürlich jetzt mit mehr Leistung. Tja, gestern war das Glück doch nicht so ganz da und der erste Lauf keine Traktion, zweiter Lauf Absacker, dritter Lauf Zündspule defekt. Ja, und im Finale dann, da ging leider der Motor kaputt und tja, was soll man machen? Nicht auf. Ich probiere jetzt alles, dass das Auto wieder irgendwie wieder läuft und egal was es kostet. Und ja, wenn ihr uns sehen wollt, hier www.turbo-gockel.de oder YouTube Renner 3 einfach eingeben und ja, einfach mit dabei sein. Oder ihr könnt mich sehen auf dragmag.de.